So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Nekopara. Das dürfte Part Nummer 5 sein. So, wir machen direkt weiter. Ich weiß gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich letztes Mal war. Weil, wie gesagt, vor allem, ich habe gerade angefangen. Ich nehme ja doch nun eher unregelmäßig Nekopara auf. So, what's with the formality all of a sudden? If this is about dinner, then it'll be ready soon. Just wait. Wow, gerade wollte ich noch ein ernstes Thema ansprechen, aber nein. Du hast sie mit Abendbrot abgelenkt. Good job. Wenn es nur mal so einfach wäre. I said dinner, didn't I? Ach was, plötzlich. Ist ja sehr ernst. Relax, relax. So, what's up? Okay, was ist denn recently on your mind? Do you know whose master you are? Ich bin mein eigener Herr. So läuft das hier. Vanillas, was? Dreh dich doch bitte noch ein bisschen mehr auf. Ach was, komm, kommst du ja auch noch aus Ecke geschossen. Sorry, I couldn't resist. Ellie ist im Kampf gegen andere Meister. Ach was, das gefällt dir wieder. Natürlich. Okay, looks like you've calmed down. So, what's this about all of a sudden? Wow, die waren gerade ein bisschen, lass mich auch reden, die waren gerade ein bisschen sehr voll, die Kameraperspektive hier zu animieren, wow. Ja, sorry, dass es hier plötzlich 6 von euch sind. Reg dich doch noch mehr auf. I'm not giving the other characters any more attention than I give you to, though. Naja. Ja, ihr seid nicht besonders für mich. Ach, ey. Case closed. Well, the writer Chigurh and the other cat girls have started working at the shop. Which naturally means that I've been spending more time talking with the others and less time with Chocolate and Vanilla. It's not like I'm cheating on them or anything though. Na dann, was ist das Problem? Na dann, wo ist das Problem? Mein Tag hat doch auch nur 24 Stunden. Eieiei. Wow. Du hast ja einen sehr ernsten Gesichtsausdruck dabei. The two cat girls puffed their cheeks out as they voiced their complaints. It's kind of a pain, but at the same time, it's them all the... What? It's them all the... Cuter? Das klingt aber nicht richtig. Okay, okay, I get it. So, what do you want me to do then? Also muss ich wieder Nächte mit dir verbringen, oder was? Natürlich, Vanilla, natürlich. Yeah, that's true. Okay, I guess I can indulge you once in a while. I sit down on the living room sofa and pat my lap, beckoning them. Yeah? Nekopara ASMR confirmed.
das glaube ich dir jetzt aber nicht. Ja, das bleibt keine Wahl. Ah nein, ich hoffe, es läuft nicht darauf hinaus, weil ich denke, worauf es hinausläuft, sonst heißt es schneiden. The two scrum around a tap of ice as I pat your heads. It's great that you're happy and all, but don't scrum too much, it's dangerous. Okay, I'm gonna clean a little deeper now. Du bist voll vorbereitet. Okay. Let me know if it tickles or starts hurting, okay? I pull the pointed ears upwards and gently rub the ears with some slightly moistened cotton. Hervorragend. Wenn der doch nur in der ersten Volume so gentle gewesen wäre. Die Technik ist so erotic. Lass es bitte. Liegt gar nicht erst drauf an. There's nothing erotic about it. It's been a while since I've cleaned the ears. I try to remember how to clean cats' ears as I softly wipe theirs. Well, they aren't exactly cats. They take baths just like a human every day. Jeden Tag, wow, Wasserrechnung dürfte auf jeden Fall hoch sein. So, their other ears aren't really dirty either. Alright, I'm gonna clean the other ear now, okay? Ach was, geht das wieder los? Nice. Good to know. Alright, gonna clean the inside of your other ear now. No moving, okay? I flip the cotton swab around and begin rubbing it along the inside of the her other ear. Macht's kein Scheiß. Das ist doch jetzt. Das ist doch ein Witz, oder? Ja, nein. Es würde mich mal interessieren, ob das in der U18-Version auch vorkommt. I'm pretty sure pastry puffing has nothing to do with this. I'm not sure if she's complimenting me or just messing with me. I ignore the unnecessary moans coming from the cool cat girls and continue to clean their ears. I'm going to go even deeper now, okay? Da sind wir in eine hervorragende Situation geraten. Sehr schön. Wir müssen tiefer gehen. Yeah, yeah. Don't move now, okay? Wenn so ein Stab immer verloren geht. Wow. I quickly grab the new cotton swab and continue cleaning their ears. Guck mal, was da für einen fetten Stab benutzt, wenn jedes Mal einen neuen nimmt. Die Dinge sind zwar bestimmt nicht gerade billig. Ich meine, bei uns gibt es solche kleinen dünnen ja für einen Apfel, aber. Das? Alter. Wie du das durch die Gehörgänge jagst. Wer weiß. Können wir uns das jetzt bitte sparen? Jeez, at least keep your saliva in your cheek. They make some pretty funny faces when they're this happy.
Well, in any case, as long as you're enjoying it. Schon wieder sterben. Part 2 ist irgendwie ziemlich düster mit, was Tode angeht. Wow. It might cause inflammation in your ears, so no. Könntest du bitte nicht das Mikro essen, dankeschön. Ach ja, ich weiß, ich bin awesome. You guys just don't care anymore, do you? Yeah, yeah, I get it. Puh, wir haben es überstanden. Keine Ü8-Szene. Ah. Genau, ich bleib noch ein bisschen weiter am Stehen, das passt schon so. Das ist. Der Sound, das lieb. Echt jetzt? Tun Sie das? Wie kommst du darauf? Eieieiei, gut. Damit haben wir diesen Part auf jeden Fall auch schon mal überstanden. Oh, ich frage mich, was das mit den anderen auch noch macht. Das Ohren sauber machen ist wohl das Neue, ne? Weißt schon, was ich meine. Eieiei. Aber gut. Immerhin, es ist nicht komplett crazy geworden. Deswegen war es doch ein ganz guter Part. Also würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Part. Und bis dahin.